Und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Wir wollten jetzt mal da hochgehen und gucken, was da auf uns wartet oder lauert. Denn wir wollten hier schon mal hoch. Aber konnten ja nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Da war irgendwas, was uns den Weg versperrt hatte. Meine ich. Ja, Snapper waren das. Boah, da können wir mal gleich gucken, was wir von denen alles rausreißen können gleich. Wer kommt? Drei auf einmal. Volle Gesundheit haben. Von irgendwem konnten wir ja noch was lernen. Boah, ich sehe gerade gar nichts. Ich brauche eine Fackel. Safe Game. Dann versuchen wir das jetzt mit dem. Oh, was ist denn das für ein Viech? Sehe ich wieder nichts. Oh, da hinten liegt eine Fackel von uns. Ja, wo ist er jetzt hin? Ah, so da. Jetzt aber wieder nichts. Heilkräuter nehmen wir mit. Die Fackel nehmen wir auch nochmal mit. So. Alter, wie geil. Einfach mal einen Bluthund geschafft. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo wir gerade sind. Führt das denn zum neuen Lager? Steinwurzel nehmen wir mal mit. So, jetzt ist die Frage, die ich mir jetzt auch noch stelle. Kommen wir eigentlich dann auch gegen die Skelette an, die hier irgendwo mal waren? Hier sind auf jeden Fall ein paar Tote. Trank. Noch ein Trank. Heilkräuter. Die Musik gefällt mir gerade gar nicht. Hier haben wir eine Truhe. Das können wir direkt so aufmachen. Thank you.
gucken, was wir noch so entdecken. Das hier liegt, hier sind auf jeden Fall viele Totköpfe und da hat uns was im Visier. Safe gehen. Dann gucken wir uns mal an, ob wir gegen das eine Viech hier, der große, ankommen. Und ich wüsste jetzt, wo der nochmal war. Da. Da ist das große Ding. Jo. Schattenläufer. Aber immerhin wissen wir, wie wir die ausbeuten können, looten können. Was haben wir da? Nochmal ein paar Beißer. Jetzt ein bisschen heftig. So, hier haben wir noch einen. Und eben 5 Stück. Okay, dann können wir jetzt wieder erst 20, haben wir jetzt wieder Fleisch. Neues, das wir braten können nachher. So, warte mal, wir haben hier auch ein Heilkraut. Nee, Reis. Machen wir mal ganze Reis weg. So. Jo, dann haben wir das. Nochmal ein Safe Game. Wo ist meine Fackel? Fackel haben wir nicht mehr. Dann so. Das ist Zweihandwaffe. Zweihandwaffen will ich jetzt nicht. Okay, gegen Orks kommen wir an, aber ist doch noch ein bisschen schwierig. Das führt jetzt aber wirklich ins Orklager, oder wie? Ja, das ist der Weg zum Orklager, okay. Ich mache hier jetzt ein Safe Game. Dann futtern wir auch nochmal. So, wieder Reis. Okay, gegen 2 läuft noch nicht. Dann gehen wir mal lieber. Gegen 2 kommen wir noch nicht an. Aber einen immerhin. So, wie sieht's denn hier aus? 55.240 haben wir von 60.000.
mal schauen, ob wir noch gegen andere Viecher ankommen. Was haben wir eigentlich noch an Quests? Wo waren das hier? Orkfriedhof und Ulberts Lager. Könnte ich deutlich mehr sehen, obwohl ich auch die Fackel nicht. Ich habe aber auch keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind. So runter können wir jetzt auch nicht, ne? Der kann uns nichts Neues beibringen, ja? Oder doch? Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Bogenstufe 1 können wir uns jetzt nicht leisten. Irgendwer konnte uns aber noch was über die Jagd beibringen. Komm, wir gehen. Wir gehen bei ihm hin. Nutzen mal sein Geld. Jo. Und bis zum nächsten Morgen. Dann haben wir es wieder hell, immerhin. So, die Fackel können wir wieder einstecken. Und hier haben wir wieder alles voll gebootet. So wie, also noch nichts überkrass, wie ich es mir erhoffe. Vielleicht kann ich auch einfach mal ein bisschen was in Stärke wieder investieren oder so. So. Wie stark sind wir denn? Nee, hier. Lebensenergie haben wir schon 218. Okay. Vor Feuer, vor Magie haben wir noch einen Nullschutz. Stärke 40. Für Gomez! Wo sind in Extremo? Sie sind weitergezogen. Schade. Ich hatte mich an die Abende vor der Bühne gewöhnt. Für Gomez! Für Gomez! Das muss ich machen. Aber bald für dich. Das muss nicht gar jeder wissen. Obwohl, wir können auch mal mit einem anderen Quatsch. Was kann die Torus hier nochmal beibringen? Für Gomez. Für Gomez. So, ich habe die 200 Stufe 1, 30 Milliarden. Nee, danke. 200 wollen wir nicht. So, wie sieht's denn hier aus? Scorpio. Für Gomez. Für Gomez. Kann ich von dir lernen? Kann ich von dir lernen? Wenn du genug Erz hast, zeige ich dir den Umgang mit der Armbrust. Gib mir einfach 200 Erz. 200 Erz und 10 Erz, die habe ich jetzt nicht. So, dann gab
glaube kaum, dass... Oh ja, ich brauche nur noch einen Händler. Den kann ich noch ein bisschen was verkaufen. Wahrscheinlich hast du... Deswegen will ich jetzt noch einmal versuchen, hier von ihm eine bessere Rüstung zu bekommen. Hey Stone. Für Gomez. Für Gomez. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wenn die Zeit gekommen ist und du genug Erz hast... Garderüstung. Ich möchte eine schwere Garderüstung haben. Nur die höchsten Gardisten dürfen... Okay, dann vielleicht... Ich brauche... Wenn die Zeit gekommen... Vielleicht den hier. Ich möchte eine normale Garderüstung haben. In Ordnung. Hier ist deine neue Garderüstung. Lass sie dir nicht zu sehr von den Söldnern zerbeulen. Ist das jetzt eine bessere? Wir sehen. Ist das jetzt eine bessere? Jo, die ist tatsächlich besser. Kann ich die alte verkaufen? Für Gomez. Für Gomez. Ich könnte. So, was kann ich dem jetzt andrehen? So, die Dinger. 288. So, hier habe ich jetzt nichts für ihn. 1350 für diese Rüstung. Von denen. Besseres Schwert. Siegbringer. Scheint schon besser zu sein. Dann kann ich dem das auch noch andrehen. Dann können wir noch ein paar Befehle. Für Gomez. Für Gomez. Ich könnte ein paar... Ich könnte... So, was können wir ihm jetzt geben? Nochmal hier den... warte. Machen wir erstmal das. Und das. So, dann holen wir uns von ihm die ganzen Pfeile. Achso. So. Dann kann ich ihm... Oh komm, ich gebe ihm die ganzen Bolzen. Mal gucken, was ich für die Bolzen kriege. Wir tauschen stattdessen die Pfeile. So, fein. Achso, jetzt bin ich schon bei Bolzen. Ja, okay, was kann ich ihm dann stattdessen noch verkaufen? Oder ne, wir gehen dann hier Bolzen ein bisschen runter. Machen wir so. Jo.
Hallo. War nicht besonders. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Lass mich mal durch. Wir haben jetzt nichts Neues für uns. Keine neuen Aufgaben. Oder ich bin ein bisschen zu doof, die zu finden. Erstmal abwarten. Wird nicht so heiß. Oder weil ich ein paar Leute gekillt habe. Kann es sein, dass mir da jetzt halt ein bisschen was fehlt? Für Gomez! Hat er noch was für mich? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. So. Schlösser. Wie werde ich. Du bist jetzt. Da bin ich schon besser. Wie werde ich. Du bist jetzt. Ich will ein gut. Du bist jetzt. Und hier? Ich will ein Meister der Tat. So unerfahren. Okay, es fehlt nur das eine Ding hier. Jetzt nicht mein Schwert zucken. Moment mal, wir haben kurz vor Waffen schon 70. Kurz vor geschossen 25, kurz vor Feuerpunkt auch 25. So, kann ich gegen Karim noch kämpfen? Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karim. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Ich höre nicht mehr auf das Gewahrsam. Ich kann ihn nicht zum Kampf herausfordern. Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Hier im alten Lager sind immer einige Novizen. Okay. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Okay, ich kann jetzt nicht gegen die beiden hier auch noch kämpfen. Hier wo. Für Gomez! Für Gomez? Komm. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Ja, okay. Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Okay. Ich hätte jetzt gern gewettet. Sehen, so wie das aussieht. So. Wie sieht's mit dem aus? Du hast dich ziemlich schnell nach oben gearbeitet. Gut gemacht, Mann. So. Der scheint aber auch ein bisschen eine bessere Rüstung zu haben als ich. Für Gomez. Für Gomez. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Deine Haut will ich trotzdem nicht stecken. So, zu ihm kann ich doch auch noch irgendwas verkaufen, oder? Ich halte mich da lieber. Habe ich hier noch irgendwas zum Verkaufen? Ja, genau, mein Bolzen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Die brauche ich ja jetzt nicht. So. Nicht mehr so besser. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Lass uns lieber was anderes. Ah, okay. Er quatscht mit viel. Mach mal trotzdem mal so. Früher wäre das ganz anders gewesen. Geschichte, es wird doch was dran sein. Absolut idiotisch. Sonst habe ich jetzt. Der letzte Scheiß. Gebe ich ihm halt noch ein paar. Ein bisschen Erz. Ich halte mich da lieber raus. So. Ich glaube, deine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Also dann. Nee. Das ist irgendwie nicht mein Problem. Muss ich so machen? Ernsthaft? Was passiert hier nochmal? Ach so. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Ich habe mich da einfach raus. Nee, das wollte ich nicht. Lass uns lieber was anderes machen.
Verlass dich auf jemanden, und du bist verlassen. Das ist eben so. Ein bisschen Erz wieder runtergehen. So. Ich glaube, er hat sich daran was ändern. Das ist wirklich nicht mein Problem. Nein. Toll. Alles vermasselt. So, was will ich jetzt? Seine Haut will ich trotzdem. Hier abgeben. Genau. 107 Volt. Oder wäre das ganz anders gelaufen. Das ist wirklich. Und von ihm will ich. Wo war das jetzt? Das sind sowas. Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Das sind 200. War doch klar, dass das. Lass uns lieber über was anderes reden. Ich glaube kaum. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Ja. Warum passiert sowas was wieder? Erzählt. Okay, komm. Ich halte mich da lieber raus. So, und nochmal 30. Dann passt das so. Wahrscheinlich. Verlass dich auf ihn. Ich höre nicht mehr auf. So, dann würde ich sagen, gehen wir eigentlich ab der nächsten Folge wieder in Richtung Sumpflager. Kümmern uns da um diese Orks. Vielleicht machen wir den einen oder anderen. Das Getier. Die Augen waren kaputt. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!